Hallo und willkommen zum allerersten krasse Masche-Video. Ja, habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Es ist das allererste Video und ich mache das hier auch nur mit meinem Handy. Also bin jetzt nicht so wahnsinnig professionell ausgestattet, wie das vielleicht sein sollte. Aber ich dachte, ich versuche es trotzdem einfach mal. Und zwar geht es um die wundervolle Patchwork-Jacke im Mix-and-Knit-Style zum ersten Schachmeier-Call. Ja, und als ich das erste Mal die Anleitung gelesen habe, ich habe sie hier übrigens auch mal ausgedruckt. Als ich das erstmal die Anleitung gelesen habe, war ich ein bisschen irritiert. Aber dem einen wird es vielleicht ganz schnell klar sein, dem anderen, bei dem dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ich dachte schon, ach Herr Jemine, was soll ich da alles machen? Ich verstehe das alles gar nicht. Das ist immer so, ja, wenn man ein erstes Mal eine Anleitung liest. Deswegen ist hier mein absoluter Ratschlag, ruhig bleiben, Kaffee machen und das Ganze nochmal lesen und dann wirklich Schritt für Schritt das Ganze durchgehen. Bei dem Mix- und Knitgarn habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, geht es darum, wirklich verschiedene Nuancen, ja, also verschiedene Farbtöne, mit verschiedenen Garnen wirklich miteinander zu kombinieren. Das gibt ganz tolle Effekte, ganz tolle Abstufungen. Das ist wirklich genial. Das ist eine Riesenvielfalt hier. Und deswegen wird auch jede Jacke ein ganz individuelles Stück werden. Also ich bin da wirklich schon wahnsinnig gespannt. Auch ganz tolle, wunderschöne Bärentöne. Ja. So, und ich habe mich also, wie gesagt, für mein Buddha-Bild entschieden. Unter anderem auch für die Farbe Silber. Und hier ein wunderschönes Pearl. Das ist alles übrigens die Soft Shimmer. Dann habe ich zum Beispiel noch ein Wollweiß. Das ist jetzt die Soft Mix. Ganz weich, ganz kuschelig, wie man hier sieht. Die Soft Shimmer haben tatsächlich einen wunderschönen Glanz mit drinne. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was das Endergebnis sein wird. Und ich bin vor allem auch gespannt, was die ganzen anderen Mitstricker für tolle Kombinationsmöglichkeiten herausgefunden haben. So, lasst uns mal starten. Wir wollen das erste Rechteck für unsere Jacke stricken. Das wird dann in etwa so aussehen. Vielleicht sogar ein bisschen besser als bei mir. Ja, so. Das lege ich einfach mal beiseite. Ja, wir starten also. Ich habe mir die Anleitung mal ausgedruckt. Wir starten also mit unserer Patchwork-Jacke und möchten das erste Rechteck stricken. Wir schauen mal nach, was sagt denn die Anleitung? Rechteck. 58 Maschen anschlagen, kraus rechts stricken. Kraus rechts bedeutet in dem Fall, dass wir einfach in jeder Vorder- und Rückreihe alle Maschen rechts stricken. Ganz einfach. Dabei beginnen wir allerdings mit einer Rückreihe. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, das gibt es oft in Anleitungen. So, das heißt, wir fangen an, wir schlagen 58 Maschen an und stricken die erste Reihe, eine Rückreihe, alle Maschen rechts.